in diesem Video. Steht Gras rum? Fällt was vom Himmel? Ist das Waschbecken voll? Und steht Häuser rum? Moin Leute, hier ist Kai von Travel Camping Living. 11.17 Uhr Sonnenaufgang, 12.34 Uhr Sonnenuntergang. Läuft! Wo bin ich? In Norwegen, auf den Lofoten, am Haukeland Beach. Was ich hier mache? Ich reise durch die Gegend. Und erstelle schöne Reisevideos von schönen Ländern und Spots. Und wenn ihr gerne davon mehr sehen möchtet, dann abonniert einfach meinen Kanal. Das kostet nichts, das tut nicht weh, freut mich und mein Team aber riesig. Denn je mehr wir hier sind, desto schöner ist es für alle. Und jetzt schlage ich vor, wir gehen mal an den Strand. Auf, mitkommen! Tut nicht weh, wirklich! Ihr braucht nicht schüchtern sein, es ist außer uns keiner hier. Es ist nicht mal kalt, 0 Grad, Bombenwetter. Wir müssen auch nur ganz kurz hier durch die Dünen und dann sind wir auch schon am Strand. Ach so, und nicht wundern, ne? Der Strand, das ist nicht weißer Sand, das ist Schnee. Hat geschneit, ist Winter, Anfang Dezember. Vor dem Meer müsst ihr heute auch keine Angst haben, das ist friedlich wie ein Ententeich. Rutschig ist es auch nicht, denn ein wenig Sand haben sie gestreut, super. Und weil es hier sehr sacht reingeht ins Wasser, könnte man auch baden. Und ich habe es nicht bereut, zu dieser Jahreszeit hier zu sein. Die Tage sind zwar verflucht kurz, aber es ist so schön ruhig und entspannt hier. Das überwiegt sehr vieles. Im Sommer kann es nämlich vorkommen, dass dieser Strand aussieht wie in Spanien oder Italien. So bevölkert und voll von einheimischen Touristen, Campern und allem, was halt so unterwegs ist. Da ist es vorbei mit Ruhe auf den Lofoten. Nicht nur hier, sondern auch an allen anderen Locations auf den Lofoten. Und das Wetter heute auch Bombe. Trocken. Fast klar stellenweise, nur wenig Wolken, null Wind. Das ist praktisch ein Sommertag. Und wen diese Landschaft nicht reizt und der an solchen Bildern und Videos keinen Spaß hat, der fährt hier auch besser nicht hin. Dann ist es hier auch nicht so voll. Denn wenn hier alle hinfahren würden, wäre es noch voller. Fahren die aber nicht hin, denen es hier sowieso nicht gefällt, voilà, schon leerer oder so. Das ist wieder Co-Piloten-Logik. Ich sag dazu nichts weiter. Ich genieße einfach. 150 Nock kostet die Übernachtung hier, 6 Stunden parken 40. Zahlen kann man im Café oder per Fips. Nach dem Spielen am Strand Heizung an, die hört ihr brummen und mal ein bisschen putzen. Ja, aber ganz wichtig ist, mit dem Putzen nicht übertreiben, ne? Das ist eigentlich vertane Lebenszeit, wird eh wieder dreckig. Auch wieder so eine Philosophie des Co-Piloten, kann ich gar nichts für. Wir stehen jetzt übrigens kurz vor Sonnenuntergang und ich glaube, wir lassen mal hier den Propeller in die Luft. Die Waldfee, da ist man ein bisschen hoch und naja, nicht ganz so weit weg, aber
Plötzlich fängt das an zu graupeln in der Höhe und dann geht da ein richtiges Graubelschauer runter. Drohne weiterhin in der Luft, die hat das kaum irritiert. Hier und da gab es mal komische Schlenker, die rausgeschnitten werden müssen im Video. Vermutlich hat die Drohne Hindernisse erkannt. Naja, sind ja auch Graupelkörner und auch keine ganz kleinen. Jo, ich habe dann immer mal gedacht, ich fliege ein bisschen tiefer und gehe hier näher an mich ran, falls es noch schlimmer wird. Aber ist gut gegangen. Cooler Flug. Mai, oh Mai, immer wieder was Neues. Also bei Graupelfliegen kein Problem. Bin jetzt auch nicht mehr ganz alleine. Zwei Asiaten stehen da mit einem Stativ und einer Kamera und warten auf den Sonnenuntergang. Und zwei sehr nette lokale Damen sprachen mich gerade noch an und meinten, es gibt heute noch einiges an Schnee. Ich sollte aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie stecken bleibe oder mich festfahre. Naja, wir haben eine gute Waffe dabei. Der Kaiman wird es schon irgendwie richten. Ansonsten muss das Team halt graben. Nächster Programmpunkt. Abfahrt, Müll wegbringen, gucken, ob ich noch irgendwo zahlen kann. Und den winterschlafgeplagten Co-Pilot nach vorne schleifen. Und Friedrich. Ich muss immer so weit weg sitzen. Das ist doch arbeitsscheu. So, da kommt die Truppe. Noch ein bisschen verpennt und müde, aber am Start. Schön war es hier. Und jetzt gucken wir mal, wo es noch schön ist. Und wo wir jetzt als nächstes hinziehen könnten. Es geht ans Ende der Lofoten, logischerweise. In Richtung Moskenes A. Und aber noch nicht heute. Wir gucken erstmal noch woanders rum. Jo, kurz hier noch das kleine Hügelchen hoch, dass wir wieder oben zum Hauptparkplatz kommen, zum Kaffee, Toiletten und so weiter. Und jetzt gucke ich mal noch, ob ich hier geldlos werde oder ob das irgendwie nicht geht. Verstehen wir also, da hinten geht es in den Tunnel zum Utterclive Beach. Und hier ist das Kaffee und Visitor Center. Die Mülleimer sind noch da. Abwaschmöglichkeit gibt es hier auch noch. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist komplett eikvorisch. Frischwasser kann man ja auch wohl zapfen. Ich vermute aber, sieht es ähnlich aus. Alles abgestellt. Dafür ist aber auch keiner da. Wir können nicht zahlen. Fips haben wir nicht. Also hauen wir ab. Dankeschön. Und das ist die Zukunft. Riesenparkplatz, Service Center, Neubau. Ob es dann hier auch noch so schön ruhig ist wie jetzt? Vermutlich nicht. Es wird nur voller. Im Herbst 2024 soll das Visitor Center öffnen. Wir fahren jetzt 15 Kilometer über verschneite Strecke nach Leknes. Das ist die nächste größere Stadt hier. Minus 2 Grad, 13.31 Uhr, der Sonnenuntergang also schon vor einer Stunde. Lange haben wir kein Licht mehr. Jo. Ich esse mal einen Apfel. Die Straße ist top geräumt. Wir kommen hier problemlos wieder weg und vorwärts. Geile Landschaft mit so viel Schnee. Echt der Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass wir das Glück haben. Der Apfel ist Geschichte und die warmen Temperaturen auch. Kaum weg vom Meer. Minus 6 Grad. Ganz schön frisch. Wir haben die E10 erreicht. Die sind gut im Zustand, gut zu fahren. Wir reiten in den Sonnenuntergang und sind gleich in Leknes. Da sind wir. Das sieht ja mal nett aus hier. Eieiei. Habt euch warm angezogen? Ja. Dann mal raus in die Kälte. Auf jeden Fall ein super Parkplatz bei der Kälte. Ich wollte erst außerhalb parken und reinlaufen, aber so ist auch ganz nett. Auch ganz nett ist, wie der Schnee quietscht. Das heißt, es ist kalt und es ist schöner Schnee. Die Zebrastreifen sind eine echte Herausforderung. Ich hätte vorhin echt aus Versehen schier nicht gehalten. Die Schilder sind klein, unbeleuchtet und auf dem Boden ist nichts zu sehen. Also da könnte man ja wenigstens blinkende Schilder hinstellen oder so, dass man das als Autofahrer aussieht. Und jetzt heißt es in Bewegung bleiben, sonst frieren wir fest. Schnee und Beleuchtung stehen Leknes echt gut. Wenn es mal ganz kalt ist, kann man hier glaube ich auch ins Kino gehen, wenn es das noch gibt. Runde 3000 Leute leben hier, das muss man sich mal geben. Und die haben hier einen eigenen Flughafen und einen Hochseehafen. Bei 3000 Lüt. Das sind schon andere Dimensionen hier als bei uns. In der Schweiz 3000 Leute. Da wohnt am Arsch der Welt. Und wahrscheinlich nichts zu melden und auch sonst nichts an Infrastruktur und Dingen, die du tun kannst vor Ort. Restaurant, Bar, Disco. Dick. Mitten Downtown. Breite Fußwege sollen hier wohl eine Fußgängerzone andeuten, allerdings ist auch weiterhin gut Verkehr hier. Und Wolle ist auch hier ein großes Thema.
Das ganze Leben spielt sich hier entlang der Hauptstraße ab. Da sind alle Shops und Läden. Und eigentlich wollte ich jetzt noch einen Kaffee und Kuchen essen. Und zwar genau da drin. Hat aber zu. Es ist saublöd. Irgendwie ist keiner dieser Tage, an denen sie offen haben heute. Und dann sind wir am Endpunkt angelangt. Das Ende der Weihnachtsbeleuchtung ist erreicht. Das nenne ich mal eine echt lange Straße. Wir laufen zurück. Falls ihr hier auch mal hin möchtet, dann sei euch gesagt, Juni, Juli sind die regenärmsten Monate und die zwei ersten und zwei letzten Monate eines Jahres die regenniederschlagsstärksten. Fall dann irgendwann mal im Schnitt so 90 mm. Ja, wie gesagt, neben der Straße Wohngebiet. Aber schöne Shops haben sie. Also wenn ihr Geld habt und hier was loswerden wollt, Juwelier, tolle Auslage, keine Ahnung davon. Wer braucht eine schicke Uhr? Da gibt es dann doch das ein oder andere. Kennt ihr die Basement Bar? Nicht? Macht nichts. Gibt es glaube ich nicht mehr. Oder zumindest im Winter nicht. Und hier gibt es übrigens auch schwarze und weiße Schafe im Schaufenster. Und über all dem leuchtet da hinten auf dem Berg ein Stern. Da stehe ich wieder im Kreisverkehr und habe hier geradeaus was gefunden. Das sieht mir irgendwie aus, als gäbe es da Kaffee und irgendwas anderes. Das sind nur die rutschigen Stufen. Boah, mir friert schon wieder der Mund ein. Die Stufen hoch und dann gucken wir mal. Ja, steht an der Kasse, bestell, will zahlen. Was hat Kai wieder nicht dabei? Den verdammten Geldbeutel liegt im Auto. Ja, mal wieder übelst peinlich, echt. Kurz Geld hole. Voilà, da ist er. Zweiter Versuch. Ihr könntet mich echt mal daran erinnern, wenn ich vor die Tür gehe, dass das Ding beim ersten Mal mitnehme. Also auf ein neues. Stufen hoch und rein. Hier gibt es mal eine echt coole Auswahl an Kuchen und Sandwiches. Aber richtig interessant und gefährlich wird es hier. Hier steht das leckere Zeug. Es geht auch noch leckerer. Und den Kaffee gibt es hier am Eck. Das Ganze ist ein bisschen foggy. Die Linse ist beschlagen. Ja, bei uns gibt es auch einen leckeren Kuchen. Keine Ahnung, was es ist, aber wird schon schmecken. Wir müssen wieder in die Kälte. Da stehe ich wieder draußen. Es ist nicht wärmer geworden. Und morgen gibt es Schnee tatsächlich. Ich habe es gerade mal gecheckt mit der Wettervorhersage. Das wird lustig. Bei der Wolldichte, glaube ich, stricken die im Winter alle Norweger-Pullover, wenn die Tage kurz sind und die Nächte lang und die Temperaturen im Keller. So, da sind wir auch wieder am Kaiman. Gehen rein. Es ist einfach frisch draußen. Kobelot, was ist mit dir los? Siehst du wieder nicht genug? Der Frieder guckt da raus, wollte auf den Schnee warten. Heute noch nicht, morgen. Dann mal los, liebe Leute. Wir gucken, dass wir weiter die E10 entlang fahren Richtung Flagstaat. Da nochmal eine Pause machen. Vielleicht nochmal auf Polarlichter hoffen. Da gibt es einen schönen Spot. Und dann müssen wir überlegen, wo wir heute Nacht pennen. Das Café war schön, gemütlich, sehr freundlich. Ist hier am Eck am Kreisel, kann ich euch empfehlen. Der Kuchen war interessant, sag ich mal. Er war nicht süß. Das fühlte sich an wie gesunder Kuchen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die Füllung war eher sauer. Der Boden seltsam. Ich habe keine Ahnung, was ich da gegessen habe. Nicht ganz mein Geschmack, aber jo, das ist halt, wenn man auf gut Glück kauft. Ne? Ein paar Kilometer gefahren, kommen wir hier an einen schönen Rastplatz mit WC-Anlage. Das sieht dann so aus. Viele Tische und Bänke, schöne Aussicht. Wir bleiben mal kurz hier ein bisschen. Gucken wir mal kurz raus. Boah, ganz schön frisch ohne Jacke. Ob die Klos auf sind, dann könnte ich meine Biotoy hier noch entleeren. Ah jo, offen. Mit Licht und sauber. Da geht die Biotoy flöten nachher. Also der Urin. Das ist einfach das Geile an einer Komposttoilette, Biotoy, Trockentrenntoilette, nennt es wie ihr wollt, dass der Urin immer mal so in ein normales WC fliegen kann. Und zwar ohne, dass da dann gleich Verstopfung droht oder Überschwemmung oder sonst irgendwas. Es ist ja nur Flüssigkeit. Friedrich hat ja gerade eben den Schnee gesucht. Ja, also ich sag mal so, es schneit. Und unser eins schaut gerade ein Video quer. Der Motor läuft, produziert Strom und Wärme. Ja, ich arbeite immer noch, gucke Videokorrektur und draußen ist riesige Graupelschauer. Alter Verwalter, was ist los? Das soll doch erst morgen kommen. Alles erledigt, der Schneefall hat sich gelegt. Wir düsen mal los. Sind ja noch 20 Kilometer. Wir sind mal wieder unter dem Meer unterwegs.
gut die Luft anhalten. Wir haben es auch schon halb geschafft und gleich geht es wieder bergauf. Auf der anderen Seite wieder Schneegriesel. Minus 5 Grad haben wir noch immer. Kurz mal noch über einen kleinen Hügel drüber. Jetzt fahren wir gleich noch einen Fjord aus. Und dann habe ich irgendwie bei dem Wetter wenig Hoffnung, dass wir heute irgendwas am Himmel sehen, ganz ehrlich. Ja, und es tut mir leid, dass ich euch so viele dunkle Fahrszenen zeige in letzter Zeit, aber mit der Kürze der Tage ist es einfach nicht alles unter einen Hut zu bringen. Da ist irgendwann dunkel. Ihr fragt euch, ob es gerade ein bisschen schneit. Naja, ein wenig. Es haut runter wie Sau, jetzt schon zig Kilometer. Ist ein Knaller, ehrlich. Eins unserer stärksten Schneeschauer auf dem ganzen Trip. Es ist übrigens auch nicht mehr sehr viel los auf der Straße. Es ist 19 Uhr und nur vereinzelt, jetzt da hinten, kommt mal noch ein Auto. Es kommt da noch Winterzugkopf. Wir sind zum Glück gleich da. Nämlich hier geht's rein. Ein bisschen rutschig. Hier darf man 2 Stunden parken. Das nehmen wir mal voll in Anspruch heute. Achso, falls es mehr sucht, ich hoffe, ihr seht es, dass es gerade hier geradeaus vor uns schäumt ist. Und eigentlich ist es ein super Spot für Polarlichter. Heute allerdings momentan, naja. Wobei, keine Ahnung, ob ihr das jetzt seht, aber da oben sind Sterne. Wie kann das denn schneien wie Sau und über uns sind Sterne? Das verstehe mal einer. Leichtes Hüngerli, schnelles Essen, paar Spiegeleier reinkauen in die Pfanne und die wandern jetzt in mich, in Gurte. Schnell gegessen, Schnee ist weg, der Himmel offen, raus. Ja Leute, das war ein kurzes Vergnügen, sah nicht schlecht aus, allerdings zugezogen wieder, es fängt an zu graupelschneien, ist erstmal wieder Schicht im Schacht. Wir haben es genau 1.28 Uhr, ich bin wieder drin. Die Polarlichter waren, naja, so lala, ihr habt es ja gesehen, Wolken immer mal wieder im Weg. Und apropos Weg, auf den machen wir uns jetzt noch. Wir fahren nochmal, ich weiß nicht, 15, 20 Kilometer zum Pennplatz.
Denn hier darf man ja nicht länger stehen als 2 Stunden. Zum Glück stehen wir noch nicht länger als 2 Stunden. Oder so. Ja, wir stehen ja schon viel länger als 2 Stunden, aber es hat auch niemanden interessiert. Es ist Winter und es ist dunkel und ich war am Filmen hier und arbeiten. Aber nächtigen will ich jetzt hier nicht. Man soll sein Glück nicht überstrapazieren. Also, Abfahrt. Was ein Glück. Es sind nur 12 Kilometer. Das fahren wir ja mit dem linken Hinterreifen. Aufi. Wir erreichen Ramberg. Hat auch einen schönen großen Strand. Einkaufen kann man hier, tanken. Ich war hier mal auf einer Toiletteneinweihung aus Versehen mit anwesend. Liegt ein bisschen Neuschnee rum auf der Straße. Schneepflug schon länger nicht mehr vorbeigekommen. Aber die Reifen packen auch das ganz gut. So viel ist es auch nicht. Hier verlassen wir die E10 Richtung Fredwang. Da geht es nochmal gut die Brücke hoch, Berge auf. 0 Grad. Ja, eine fast unberührte Straße, nur noch schemenhaft Spuren zu sehen. Wir ziehen die ersten richtigen Neuen hier rein. Da sind wir. Ein leerer Parkplatz. Das ist eigentlich der Wanderparkplatz zum Qualvika Beach. Und wir pennen hier heute. Können uns auswählen, wo wir stehen möchten. Da stehen wir jetzt also mit dem Arsch am Wasser. Wenn der Schneepflug morgen kratzt, dann hören wir das hoffentlich nicht ganz so schlimm. Ich bin hier noch ein paar Mal im Kreis gefahren, weil es Spaß macht. Das ist hier übrigens auch feinster Pappschnee. Da könnte man fast noch einen Co-Pilot und einen Friedrich bauen. Ist aber doch ein bisschen spät dafür. Und falls ihr das seht, es hat immer noch leichtes Grün am Himmel. Da sind noch Polarlichter unterwegs. Ja, und so ein paar Zentimeter Neuschnee gab es hier schon. Das könnte für eine Schneeballschlacht gut reichen. Aber der Co-Pilot will nicht. So, Co-Pilot, wenn du keine Schneeballschlacht machen willst, dann geht's aber ins Bett jetzt. Vorbei mit lustig. Ui, was macht ihr da schon? Ja, Co-Pilot geht jetzt pennen, Friedra auch und ich auch. Jungs, aber nicht so. Sortiert euch ordentlich. Tja, ich werde die Bananenbieger wohl selber sortieren müssen. Ich sortiere mich jetzt auch gleich da unter die Bettdecke. Es ist nämlich frisch hier drin. Ich hatte die Heizung nur auf 15 Grad, weil ich so warm angezogen war den ganzen Abend, weil ich immer rein raus bin. Hier geht's morgen weiter. Hoffentlich mit Schneefall und hoffentlich mit einem bisschen mehr Neuschnee die nächsten 2 Tage. Gucken wir mal, was dabei kommt. Also dranbleiben, mitreisen. Ich sag gute Nacht und bis morgen. Oder bis zum nächsten Video. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal. Glocke klicken, nicht vergessen. Dann werdet ihr informiert, wenn ein neues Video live geht. Vielen Dank fürs Amazon-Partner-Link verwenden und den PayPal-Support. Das ist wichtig für uns. Freut uns riesig. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt ab ins Bett. Gute Nacht. Ciao zusammen.